Frau Feigl. Wie alt sind Sie? 35. Haben Sie einen Freund? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, 3. War schon immer der Beruf Lehrer Ihr Traum? Ja, eigentlich schon, ja. Was unterrichten Sie? Mathematik und Musik. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrer zu werden? Ich war eigentlich schon immer gerne in der Schule und mag gern mit jungen Leuten arbeiten. Ja, und meine Fächer machen mir auch Spaß. Mögen Sie Ihren Beruf? Ja. Woher kommen Sie? Ich komme eigentlich ursprünglich aus Eichstätt, das ist in der Nähe von Ingolstadt, aber jetzt wohne ich in Neuhausen bei Deggendorf. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ja, ich mache viel mit meinen Kindern, die sind jetzt 5, 6, 7 bald, die halten mich ziemlich auf Trab. Dann mache ich gern was mit Musik, Klavierspielen, Lesen, Reisen, ja, solche Sachen. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Ja, ich versuche zu verstehen, ob das gerechtfertigt ist. Und dann, wenn es gerechtfertigt ist, versuche ich das natürlich zu bessern. Wo sehen Sie die Grenzen eines Schülers? Der Respekt muss auf jeden Fall da sein. Also wenn jemand respektlos mir gegenüber ist, dann verletzt mich das und das möchte ich nicht. Und genau, der respektvolle Umgang miteinander. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um sich richtig an unsere Schule bzw. Mitarbeitern und Schülern zu gewöhnen? Meine alten Kollegen von meiner alten Schule, die haben mir was mitgegeben und die haben mir gesagt, man braucht 100 Tage, um sich an einem neuen Arbeitsplatz wohlzufühlen. Ich weiß nicht, ob ich so lange brauche. Eigentlich fühle ich mich jetzt schon ziemlich wohl, aber ich glaube, das kommt gut hin. Was war an unserer Schule Ihre schlimmste Unterrichtsstunde? An eurer Schule habe ich noch gar keine schlimme Unterrichtsstunde erlebt, zum Glück. Was fahren Sie für ein Auto, also Marke? Einen VW oder einen Audi? Kommt drauf an, mit welchem ich fahre. Okay, danke. Danke auch.